Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst Stamm 2. Wochenreflexion vom 27.06. bis 3.07.1994. Als die Frauen diese Woche weggefahren sind, wurde ich vertretungsweise ADV-Vertreter im Büro. Für mich nichts Neues. Zeitgleich vertrat ich Armin als Babypaar. Das hat mir total Spaß gemacht. Trotz allem war die Woche stressig und die allgemeine Stimmung aggressiv. Ich glaube, es liegt an der Hitze. Am Samstag machte ich mit Carmen und Jutta das erste Mal zu dritt Ausgang. Ein seltsames Gefühl ohne Family. War echt super und was ganz anderes, ohne ständig darauf zu achten, wie schnell man geht und ob Eingewöhnungsphasen vorne oder hinten gehen. Was mich echt nervt, ist die Beziehungssperre. Entweder bin ich blind oder es gibt keine Gründe, die dagegen sprechen. Wir verhalten uns eindeutig und fixieren uns nicht aufeinander. Letzteres haben wir auch nicht vor. Vielleicht sollten wir noch mehr im Stamm darüber machen. Ansonsten geht es mir gut. Aber ich will die Beziehung mit der Michaela leben, denn sie bedeutet mir mehr als irgendeine andere Frau vorher. Jo Leute, also, es waren ja da die Männertage vor 2 Wochen. Und dieses Mal sind halt die Frauen weggefahren für ein paar Tage. ADVs habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, was das sind. Dass ich ein Vertreter von der Vertretung mache, ist albern. Aber es war halt so beschlossen. Ja, die Männer waren echt aggro. Ständig gab es irgendwo Stress und Streitereien. Und alle waren irgendwie pissig drauf. Sie haben sich halt kein bisschen mal zurückgegriffen, weil halt keine Frauen da waren. Als die wiedergekommen sind, war das echt eine Erholung ohne Ende. Das war der Wahnsinn, was das für ein, Flair in das Haus wieder gebracht hat. Und mit der Michaela, diese Sperre ist halt schon auch hardcore gewesen, weil wir waren ja, es war heiß im Sommer, wir waren unten an dem Ammersee beim Schwimmen und dann lag man so ganz nah zusammen, aber wir haben uns halt nicht berührt und haben uns in die Augen geschaut und hätten uns halt am liebsten umarmt, weil wir total verliebt waren zu dem Zeitpunkt. Und das war wirklich schon der Horror, weil draußen rundherum saßen die anderen und haben halt immer geguckt, ob wir uns berühren oder nicht. Das war schon wirklich schon eine richtige Folter irgendwie. Und ja, die Jutta, mit der hatte ich auch viel Spaß. Das war die, mit der ich eigentlich in diesem Büro gesessen bin die ganze Zeit. Und mit der habe ich mich auch sehr gut verstanden und auch nach der Therapie haben wir uns nochmal gesehen. Aber zu diesem Punkt komme ich später mal. Wenn es euch gefällt, was ich so von mir gebe, dann Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. In beiden Fällen würde ich mich aber über einen Kommentar freuen. Wenn ihr wissen möchtet, wie das weitergeht mit der Michaela und mit mir, dann abonniert doch meinen Kanal. Und wenn ihr den schon abonniert habt, dann deabonniert ihn nicht. Ja? Bis dahin, peace out.